Willkommen, Freunde, zu einem neuen Video. Heute geht es um Architektur und ich bin in Zürich, in der Innenstadt von Zürich, in der Kunst- und Filmhochschule. Und zwar speziell hier in den Räumlichkeiten des Toni-Areals. Und hier gibt es ein Treppenhaus, was es sich echt lohnt, mal anzuschauen oder auch zu fotografieren, wenn man Architektur begeistert ist. Ich habe ein sehr weitwinkliges Objektiv dabei, ein 14 mm von Sony. Und da muss man eben sehr aufpassen. Wenn man mit dem Objektiv leicht nach oben fotografiert, fallen die stürzenden Linien einfach zusammen. Wenn möglich, ist es halt echt gut, wenn du halt gerade Linien hast, dass du waagrecht die Kamera hältst. Ne? Dann bleiben die Linien gerade. Außer wenn du jetzt sehr nach oben schwenken musst, versuch so viel wie möglich auch aufzunehmen, dass man es im Nachhinein in Lightroom zum Beispiel begradigen kann. Ja? Jetzt gehen wir mal hin und schauen uns mal die Treppe an. Und diese Treppe ist für einen Nicht-Fotografen oder einen Nicht-Architekten erstmal nur schön anzusehen, aber entsprechend fotografiert sieht die richtig geil und stylisch aus, weil du hast hier diese klaren Linien, Symmetrien, schöne Bauweise. Und das meine ich jetzt, ne? Wenn ich jetzt mich hier hinstelle und fotografiere leicht nach oben, fallen mir die Wände einfach zusammen. Das wird dann so ein spitzes A. Deswegen fotografiere jetzt einfach hier geradeaus zu. Und natürlich schaue ich jetzt, dass ich nicht das Gelände aufnehme, sondern gehe das Ganze hochformatig an. Und wenn ich jetzt auf einer 5er, 6er, auf einer 5er Blende bin und so ein 50stel, muss ich die ISO mindestens auf 1000 hochdrehen, damit hier schön hell wird. Dann macht ihr es entweder so und hier achte ich halt jetzt wirklich auf die stürzenden Linien oder auf die Linien hier von dem Treppenhaus, was hier so runterkommt mit dem Geländer. Einfach ist es jetzt hier in dem Fall für mich, bam, wenn ich mit dem Gitternetz arbeite. Das lasse ich mir immer schön eingeblendet, dann wird es hier richtig eine schöne Sache. Toll, fällt mir extrem gut. Ich gehe nur eine Stufe höher. Schau immer, dass ich gerade bin von der Kamera. Geil. Du musst dich echt konzentrieren, ne? Der Millimeter macht es halt dann aus. Jetzt laufen wir mal weiter, es gibt bestimmt noch ein, zwei Möglichkeiten hier. Das Areal hat mehrere Stockwerke und da lohnt es sich auch mal ganz nach unten in den Keller zu gehen und im Treppenhaus nach oben zu fotografieren. Hier achte ich eben drauf, dass ich genau unter diesem Fenster da oben stehe, also genau mittig, setze den Sucher an, dann bin ich einfach sauberer in der Arbeit und schaue auch, dass die Kamera exakt ausgerichtet ist. Ich tue mir jetzt auch einfach mit so einem 14 mm, nehme ich mehr auf und beschneide das Bild dann bei Bedarf, wenn ich ein bisschen verzerre oder schief fotografiere. So ein Bild kannst du eben nur machen mit dem Gitternetz. Ohne das Gitternetz würde man es niemals hinkriegen. Und wenn man dieses Treppenhaus hochläuft in 11. Stock, dann hat man nochmal eine schöne Sicht nach unten und kann hier auch mit diesen Linien und Symmetrien arbeiten. Es ist aber nicht easy tatsächlich, weil irgendwie ist es doch schief gebaut. Also da war ein Künstler am Werk. Und das macht mir die Arbeit hier echt schwer, das hier perfekt gerade einzufangen, weil es ist irgendwie schief. Aber mit dem Klappdisplay geht es einigermaßen und 14 mm. Ich fokussiere hier auch ganz runter auf einer 7er Blende und auch keine 18er Blende, weil dann müsste ich mit der ISO viel, viel zu hoch gehen. Ich will das ja hier aus der Hand halten. Das ist echt nicht easy, das hier gerade zu halten, Leute. Hier
oben im 11. Stock ist es so heiß, die Luft steht hier oben. Echt, ich werde hier getoastet. Jetzt gehen wir mal weiter. Zürich bietet ja noch mehr außer ein Treppenhaus. Hier habe ich noch eine schöne pinke Treppe gefunden. Die sieht jetzt erstmal nach nichts aus, wenn man hier einfach so vorbeiläuft. Aber wenn man nach einer Perspektive sucht, kann man ja echt was Interessantes basteln. Ich zeige euch mal, wie ich es mache. Kommt mal mit. Wenn man jetzt hier auch weitwinklig fotografiert und baut die Kamera ungefähr hier so auf und spielt mit dieser geraden Linie, ergibt es für mich ein rundes Bild. Wenn man jetzt, sagen wir mal, so macht, und ich schaue, dass das hier meine zentrale Mitte ist. Also das ist meine Mitte, meine Führungslinie, die nach unten, diese pinke Schnecke nach unten führt. Und jetzt drehe ich die Kamera noch ein kleines bisschen. Dann entweder ist die Linie jetzt gerade oder die. Ich glaube, ich nehme die hier als gerade Führungslinie nach unten. Das ist witzig. Seht ihr den Aufkleber da hinten? Der stört. Also zu hoch kann jetzt auch nicht mit der Kamera gehen. Ne? Dann hast du den Aufkleber leider mit drauf oder ich stempel den weg. Ist das geil hier. Zack. Okay, jetzt müssen wir aber echt abhauen. So Freunde, wir sind beim nächsten Tourstopp in Zürich und zwar beim ETH Hauptgebäude. Hier unten wird studiert, gelehrt und sehr viele Studenten laufen unten durch diese Haupthalle durch. Und um diese Studenten jetzt nicht sichtbar auf meinem Bild zu machen, habe ich einen ND-Filter vor meinen 14mm Sony gespannt. Und von Nisi gibt es einen Filterhalter für dieses 14mm und es passt auch wirklich nur, dieser Filterhalter, nur auf dieses Objektiv drauf. Auf kein Sigma, auf kein Tamron, keine Ahnung. Nisi passt auf 14mm Sony, weil die Fragen kommen immer wieder. Und hier, um eine, sagen wir mal, 30 Sekunden lange Belichtungszeit zu machen, verwende ich einen 1,8er ND-Filter oder 64er heißt er auch. Spanne ich davor, setze meine Kamera jetzt hier auf diese Brüstung auf, richte sie exakt aus und warte einfach mal einen Moment ab, wenn Studenten durchlaufen. Also die dürfen nicht stehen bleiben, dann habe ich sie nämlich im Bild und da brauchst du halt jetzt Geduld. Ja. Aber es ist hier ganz geil, ich brauche hier kein Stativ und kann die hier einfach drauflegen, die Kamera, und exakt ausrichten. Und ungefähr so. Fokussiere vorne auf die Spitze, auf diesen Brunnen und wähle eine höhere Blende. Was will ich da nehmen? Warte, ich gucke mal schnell. 8er Blende, 30 Sekunden, bin auf ISO 200, dann ist das Bild richtig ausbelichtet. Also, eigentlich eine einfache Geschichte. Schwierig ist das Ganze jetzt nur mit Menschen. Es kostet jetzt einfach Zeit, bis es mal funktioniert, wenn sich die Leute bewegen. Aber an und für sich ist es das einfachste Bild hier, ne? Kamera einfach nur hinstellen. Jetzt sind nur noch drei Personen da unten. Geh da weg. Oh, what's your soul saying? So, der nächste richtig coole Fotospot ist auch an der ETH und zwar an dem Gebäude der Rechtswissenschaften. Hier befinde ich mich gerade vor der Bibliothek und da drin muss man jetzt leise sein, aber ich denke, das ist einer der geilsten Foto-Indoor-Architektur-Spots, die es jetzt hier in Zürich gibt. Lasst euch jetzt einfach mal von den Bildern mitnehmen und verzaubern, es ist einfach richtig geil da drin. Ich werde da drin jetzt ohne Filter fotografieren, auch auf 14mm und schalte meine
mein Geräusch vom Klacken aus. Also ich mache geräuschlose Aufnahmen, weil da drin sind tatsächlich Menschen, die studieren. Die tun nicht nur so, lesen, und deswegen werde ich da oben jetzt nichts sagen. Ich mache auf jeden Fall von unten mal Bilder nach oben, um diese Eingangshalle, die echt imposant aussieht, aufzunehmen. Wenn man mit dem Fahrstuhl hochfährt, aus dem obersten Stock, mit dieser Bretterwand, die da vor einem ist, auch nochmal ein geiles, ovales Bild. Also das müsst ihr euch anschauen. Hier könnt ihr euch ganz normal rein. Ihr müsst euch einfach nur leise verhalten und Schnauze halten. Also, jetzt gehen wir mal rein. Play my symphony, but there's so much noise around, so much noise around, constantly fighting for space. I need to clear my mind, need to clear my mind. I wanna be empty, be empty. Mit diesem Video komme ich jetzt zum Ende. Ich habe ein paar coole Indoor-Spots hier in Zürich entdeckt und die fotografiert. Ich hoffe, euch haben die Bilder auch so gut gefallen wie mir. Ich werde hier nicht das letzte Mal gewesen sein. Zürich bietet noch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Man muss nur die Zeit mitbringen und ein bisschen auf Google einfach die Sehenswürdigkeiten und die Hauptfotospots mal nachschlagen. Dankeschön fürs Zuschauen. Abonniert gerne meinen Kanal oder gebt mir ein Like, wenn euch das eine oder andere Foto gefallen hat. Euer Sigi, heute aus Zürich.